Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur dritten Folge des Angespiels zu Lethys Path of Progress. Mein Gott, Zungenbrecher. Heute die Aufgabe, 400 Arbeiter in Häusern der Stufe 6 und 400 Florine an Steuergeldern in einem Jahr einnehmen. Also schon ein bisschen mehr zu tun. Die Beschreibung: In dieser Einführung werden Sie entdecken, wie man mit Hilfe der Filter und Statistik noch besser Städte errichten kann. Das ist schön. Das wollen wir auch. Wir wollen ja auch erkennen, wie das Spiel funktioniert. Und es wird gesagt, ich habe doch eine so tolle Synchronisationsstimme. Hust. Das heißt, ich möge dann doch ruhig mal das vortragen. Da es die dritte Folge ist von diesem Angespielt, mache ich das auch. Das heißt, haltet euch fest. Es geht los. Ihre Fähigkeiten als Städtebauer scheinen wahrhaftig exzellent zu sein. Sie bauen ganz schön hübsche Ortschaften auf, aber vergessen Sie nicht, dass mich das alles Geld kostet. Vergessen Sie nicht, dass ich Sie angestellt habe, um mir Geld einzubringen, nicht um es zu verpulvern. Ich erhoffe mir, mein Erspartes gewinnbringend anzulegen, verstehen Sie? Wir eilen nun nach Horsham, einem weniger ansprechenden Städtchen am Rande eines Sumpfes. Man erzählt die schauderlichsten Dinge über diesen Ort, aber sobald sie mir einfach ein paar Florine einnehmen, interessiert mich der Rest nur wenig. Punkt, Punkt, Punkt. Profitorientierte Dame. Horsham ist der womöglich traurigste Ort der Welt. Man sagt sogar, dass seine Sümpfe verflucht sind. Aber sobald die Bewohner jener Stadt keine Geister mehr sehen, werden sie entzückt die Kasse klingeln lassen und ihre Steuern zahlen. Übrigens ist es dort unmöglich, Kartoffeln zu pflanzen, daher müssen sie sich wohl an eine 100%ige Kürbisdiät gewöhnen. Ratschlag: Wenn Sie Ihren Mauszeiger auf die Bevölkerungsanzeige oben ruhen lassen, wird ihn an... Ja, das wissen wir ja. Spielen! Mal gucken, wie es in Horsham ist. So furchtbar ist in diesem Sumpf. Da, ich hab's Ihnen doch gesagt, dieser Ort ist schauderig. Als ich klein war, kam ich hierher, um mir die Ausstellung der Kürbisskulpturen anzuschauen. Wie war das langweilig? Allerdings brauchen die länglichen Formen mancher Exemplare meiner Mutter oft zum Lachen. Raten Sie mal, warum. Eieiei, okay. Gut, wo fangen wir an? Diese ungastliche Erde wird wohl keine Gerste sprießen lassen. Daher müssen wir auf ein anderes Mittel zurückgreifen, um an Alkohol zu kommen. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie. Sie werden sehen. Es ist recht amüsant. Es gibt eine weitere Art, Alkohol herzustellen, wenn es keine Gerste gibt. Die Fähdestillerie. Schauen wir mal. Das Fähnsammeln ist das Metier der Jäger, welche im Wild... Hüterbetrieb formiert werden. Sie begeben sich zu den Fähenpilzen und bringen die Früchte ihrer Arbeit, die genannten Fähen, zurück in den Güterschuppen. Sie müssen daher nichts anderes tun, als die Fähen weiter in die Destillerie zu schicken, um Absinth für unsere Mitbürger herzustellen. Ist das nicht amüsant? Ich kann es kaum erwarten. Absinth. Stopp. Absinth. Ach herrje. Okay. Gut, was haben wir hier? Wir haben einige Häuschen. Ein paar Sumpfbäume. Es ist echt trostlos hier. Skelette. Eine Eule auf dem Baum. Hier unten sind schon unsere Felder für Kürbisse. Hier ist das Lager. Ja, okay. Wo ist der Brunnen? Da. Okay. Von hier kommen sie alle. Gut, dann lassen wir das mal laufen. Wir sehen noch hier den Wartungsbetrieb. Da. Wir hören ihn auch. Sehr gut sogar. Und dann müssen wir mal gucken. Wir benötigen folglich dann die Jäger, ne? Destillerie Wildhüter. Die Wildhüter, okay. Ich möchte, dass die hier oben suchen. Ah, sind das Pilze? Hier oben. Da müssen wir hin. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt hier eine kleine Straße. Mit einem Stopp. Die bis hier hoch geht. Hier sind so komische Flammen, ne? Niemand lebt gerne neben solch einem Ort. Nein, leben wollen sie daher auch nicht. Die wollen da ja nur arbeiten. Gut.
schauen wir mal, wie hier die Jäger ausgesandt werden zum Schluss. Das gucken wir uns jetzt als allererstes an. Die sammeln nämlich diese Dinger hier ein, die hier rumfliegen. Die Fan, also mal schauen. Nein, ich will euch nicht ärgern mit dem Arbeiten, mit dem Ton dieses Gebäudes. Ich möchte nur gucken, wann hier Jäger ausgesandt werden. Ah, da ist er. Und der fängt die dann, bringt die zurück. Gut, so werden die dann gesammelt. Wir sollen zwei von diesen Hütten bauen. Dann die Destillerie, die kommt hier hin. Und dann ein Güterschuppen. Das haben wir ja beim letzten Mal gelernt. Ich habe einen Architekten aus der Hauptstadt schicken lassen, um uns auf dieser Baustelle hier zu helfen. Sie können jetzt ein einzigartiges Gebäude errichten, das Rathaus. Einmal gebaut, gibt Ihnen das Rathaus Zugang zu einer Vielzahl neuer Elemente. Zunächst erlaubt es Ihnen, Statistiken über Ihre Stadt aufzurufen, welche Ihnen erlauben, einen schnellen Überblick über alles Wichtige und alle wichtigen Vorgänge Ihrer Stadt zu sehen. Arbeiterzahlen, Produktionsvorgänge und so weiter. Ich lasse Sie sich selbst aus dieser Patsche ziehen. Letztendlich ist das ja auch Ihre Aufgabe und nicht meine. Das Rathaus gibt Ihnen übrigens auch Zugang zu den Filtern. Die Filter erlauben es Ihnen, nur spezifische Informationen anzeigen zu lassen, um ohne Umwege mögliche Probleme in der Stadt zu beheben. Es gibt eine große Anzahl an Filtern, zögern Sie also nicht, ein paar auszuprobieren. Okay. Ich muss aber erstmal gucken, ob wir genug Arbeitskräfte haben. Ja, wir haben sogar eine kleine Arbeitslosigkeit. Das hier läuft jetzt. Die nutzen hier das Zeug, seht ihr das? Cool. Hier sind Kürbisse eingelagert, Essen haben sie auch alle. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir ein Arbeiterhaus der Stufe 5. Nicht mehr und nicht weniger. Das hier sind alles Stufe 4 Gebäude. Das heißt, wir warten jetzt darauf, dass hier der Alkohol produziert wird. Eingelagert wird, dass ein Lageriss kommt und das holt. Das hoffe ich dann natürlich auch. Ich weiß nicht, ob es zu weit weg ist. Doch, jetzt kommt er. Zack, hier ist er. Da, der fliegende Händler hier. Der bringt es dann hier ran. Oh, hier nur Stopp-Dinger gebaut, guck mal. 4 Stück. Ich denke, damit der sich hier nicht verfährt. Ne? Das kann sehr gut sein. So, und jetzt schauen wir mal, wann hier... Da ist das erste Arbeitergebäude. Jetzt ist es aber allerhöchste Zeit, diese kleine Siedlung hier rentabel zu machen. Um Geld zu verdienen, muss man auch wissen, wie man es bekommt. Jede Saison geben wir ein paar Florine an unsere Arbeiter aus. Und jetzt bauen wir noch ein paar Gebäude und schauen dabei zu, wie unsere Schatzkammer vor ihren Augen ausläuft. Glücklicherweise haben wir die Steuern erfunden. Welche grandioses Konzept, nicht wahr? Um unsere Taschen wieder zu füllen, ist es möglich, Steuereintreiber loszuschicken. Sie funktionieren wie die anderen Dienstleistungen. Von diesem Moment an werden wir jede Saison die Kassen klingeln hören. Dennoch Obacht, die Steuereintreiber werden nur Florine unserer Bewohner einsammeln, wenn sie vorher ein Rathaus erbaut haben. Wir müssen unsere hart verdienten Münzen ja auch einen warmen Unterschlupf bieten, nicht wahr? Das heißt, wir brauchen jetzt ein Rathaus. Ich habe es Ihnen doch gesagt, diese Region ist wahrlich nicht einladend. Ich dachte, man veräppelt mich, als man mir die Berichte über ihre Geister und Phantome unter die Nase setzte. Aber mir scheint, dass all dies wohl tatsächlich wahr ist. Jetzt reicht's. Die Phantome kommen unserer Stadt, können unsere Stadt heimsuchen und unsere Bewohner aus ihren Häusern spuken. Um gegen diesen Spuk anzugehen, müssen sie Exorzistenzelte errichten. Oh Mann. Sie funktionieren auf die gleiche Art wie eine andere Dienstleistungsgebäude. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht, diese Geister oder die Exorzisten selbst. Überall spukt es.
Geht der jetzt hier auch rum, ja? Schauen wir mal kurz. Ah, die gute Dame hier ist eine Exorzistin. Sie schwebt. Ach, hey. Ein Gebäude. Nein, ich honk. Natürlich. Stopp. Oh, es ist passiert. Mann, das vergesse ich manchmal noch, ne? Klar, ich brauche natürlich hier auch eine Wartungshütte für den Bereich. Ach, Mensch. Jetzt darf ich das nochmal alles bauen. Sorry, Leute. Da gab es bestimmt den einen oder anderen, der gesagt hat, halt, stopp. Fehler. Der läuft das ab. Ich hoffe, er ist rechtzeitig oben, dass das nicht auch noch zusammenstürzt. So, okay, wir haben den Exorzisten losgeschickt. Wie sieht denn der andere aus? Komm her. Da ist er. Ah ja. Gut. Soweit klar. Jetzt brauchen wir 600 Bewohner der Stufe 6. Das heißt, als allererstes brauche ich jetzt auch mal ein Rathaus. Das ist groß. Das kann hier hin. So. Gut. Das nächste wäre dann der sogenannte Steuereintreiber. Der muss gar nicht zum Rathaus gehen. Das Rathaus können wir blocken. So. Warum machen die das sogar mit Zweien? Wir haben eine recht hohe Arbeitslosigkeit, wie ich sehe. Gut, dann machen wir direkt weiter. Ihr seht, wie die das hier gebaut haben. Die haben immer hinter den Gebäuden so schöne Sachen gesetzt, damit es allen gut geht. Das ist eine Idee vom Bau, die sollte man sich abgucken. So, dann gucken wir nochmal auf die möglichen... Haben wir denn schon Stufe 6 Gebäude? Das ist Stufe 5. Was brauchen die denn? Unterhaltung brauchen sie. Haben wir ein Theater? Ah, da ist es. Okay. Das können wir hier hinbauen tatsächlich. Ein schickes Theater. So, sieht doch gut aus jetzt. Oh, die sind schon alle Stufe 6 geworden. Weil jemand mit einem Schild rumläuft hier und Werbung fürs Theater macht. Ich will doch nur einmal richtig klicken, Mann. Oh, ja, hey, das ging ja. Gut, okay, das war die dritte Folge. Ihr habt gesehen, so kommt man dann auf die Stufe 6. Es gibt unterschiedlichste Dienstleistungen. Und ja, ich habe viele Gebäude noch nicht freigeschaltet. Sagt mir doch mal Bescheid, ob wir weitermachen sollen. Dann könnte ich dann auch weitere Folgen zeigen. Das gleiche war ja auch vorhin mit Project Aura. Also ich hätte da schon Möglichkeiten, Strategiespiele weiter zu zeigen. Also steht zurzeit auf dem Tagesplan, als Umfrage mache ich das jetzt in den Community-Tab, ob ihr weiteres von Lethys Project Auras und Stronghold und Emir, was sozusagen der wichtigste Titel von all den vieren wäre für euch, für die Zukunft. Das interessiert mich sehr. Und ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Ich hoffe, dieser Einblick in das Spiel
hat ausgereicht für einige Interessenten, jetzt sagen könnten, okay, ich kaufe das oder ich kaufe es nicht. Ich fand's cool, war auf jeden Fall interessant. Man lernt, wie man es bauen soll, alles. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei mir, Cigaro, und weiteren guten Strategietiteln und Angespielts und Survival und Simulation. Und ach Gott, Mensch, haut rein. Tschüss.